die Ratten sind auch die einzigen, die es hier überleben werden, glaube ich. Etwa ein Dutzend deutsche MGs in meinem Rücken veranlassten mich dazu, den Kopf einzuziehen. Ja, komisch. Ich weiß gar nicht, warum. Ich frage mich... Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs. Boah, eine scheiß Idee. Das Niemandsland. No Man's Land. Auf Englisch. Da hat übrigens auch No Man's Sky seinen Namen. Und da oben die Attrappen hängen in der Luft. Man soll einen Glauben machen, man hätte mehr Armee zur Verfügung, als man tatsächlich hat. So, wir bleiben auf jeden Fall geduckt. Ich möchte hier auf keinen Fall eine Zielscheibe abgeben. Wobei ich mich wundert... Hatte irgendetwas den Absturz überstanden, das ich gebrauchen konnte? So. Oh, das ist unsere. Das ist unsere. Oh nein. Was ist mit Wilson? Er lebt. Wir sind in Niemandsland. Wir müssen los. Sofort. Ich komme nicht hoch. Scheiße. Hey, tut mir leid. Aber du wolltest mich in einem Stück zurückbringen. Jetzt sei doch leise. Und die Orden? Wir wollten Held sein. Ich bin kein Held. Aber du hast mir dein Wort gegeben. Dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir. Oder du bist ein verlogener Bastard, der mich verdammt nochmal erlöst. Nein. Nein. Wir. Alter, nein! Was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackbear. Du bist nicht George Ricker, was? Sohn des vierten Earl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Oh. Fuck. Der Junge hatte viel Blut verloren. Er hatte nur wenig Zeit, ihn lebend zurückzubringen. Okay, sollen wir jetzt rennen oder schleichen? Ich weiß es gar nicht. Das ist deine verdammte Schuld. Ja, Mann, das hilft jetzt niemandem. Kannst du keine Waffen benutzen. Großartig. Jerry, Stoßtropfen. Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie aufgeht. Die Taten alles um uns zu kriegen. Hörst du, Arschloch! Konzentrier dich auf deinen Pass! Fuck, ist hier überall. Und wir haben keine Zeit. Weh, du verblutest, Wilson. Weh, du verblutest. Du wirst verdammt noch mal leben. Komm runter. Das ist einfach eine Metzgerei. Reicht den Suchscheinwerfern aus. MGs orientieren sich an ihnen. Die schießen auf alles. Heilige Scheiße. Lichter! Unsere Jungs werden denken, wir sind Deutsche! So. Okay. Wo geht's weiter? Da geht's nicht weiter. Wir nutzen die Wracks als Sperrung. Da können wir in Deckung gehen. Wilson, du musst noch ein bisschen durchhalten. Warte! Warte auf eine Lücke im Licht! Ja, gut, dass du es mir sagst. Ich wollte gerade schon ins Licht laufen. Ich hab schon die kleinen Engelstimmchen gehört. Das ist der Vollmond. Wo ist Batman? Entschuldigung.
alte Gewohnheiten. Nur noch ein paar Schritte. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut. Zu Hause. Zu Hause. Hallo? Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du, Blackburn. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Bist du sicher, dass du dich aussetzen willst? Keine Chance. Schau es mir an den Augen. Und da wären wir wieder in der Luft über London. Boah, alter Schwede. Ich hab alles im Griff, bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt! Mega unterwegs! Ich sichere unsere Hecke! Ich würde hier gerne, ehrlich gesagt, ich würde hier gerne so fliegen, einfach nur ohne Krieg. Ich möchte am liebsten hier einfach nur ohne Krieg fliegen. Einfach nur dem Sonnenuntergang. So, zu viele von diesen Mücken. Alter, flieg mir nicht in die Linse, Mann! Kennen wir doch. Das kennen wir doch alles. Und ich drücke schon wieder die Taste rein. Das muss noch ein bisschen warten, wenn wir getroffen werden, denn wir haben hier noch was zu tun. Ach so. Das wusste ich ja gar nicht. Ach, weißt du was? Komm. Wir gehen kurz runter. Zogen noch mal kurz den Anschnauer gefusst. Da haben wir noch unseren Kandidaten. Ja. Nummer 1. London Bridge is going down. Eiern aber ganz schön rum. Und ich drücke schon wieder irgendwelche Sachen rein, irgendwelche Tasten. Nummer 2.
und unseren Kollegen. Wieder schönes Wetter über London. Alles klart auf, meine Damen und Herren. Die Landung erfolgt ein wenig verzögert wegen starker Nord-Nordostwinde. Unsere Flugbegleiterinnen servieren heute kleine Snacks. Wenn Sie Richtung Deutschland gebucht haben, dann wurde der Flug leider abgesagt. So. Huch, hab ich wieder reingedrückt. So, hier haben wir dann Kollegen. Jetzt sind wir. Vertauschte Rollen. Die Bomber sind das Ziel. Konzentrier dich darauf. Wir befolgen das und gehen ins Sturzflug, damit ihre Schützen uns nicht erwischen. Festhalten! 6 Uhr. Wir müssen ihn abschütteln. Kann ich vielleicht. Kurz einen Kreuzschlitz. Dann habe ich alles unter Kontrolle. Vorsicht! Halte das Tempo und nutze die Flughöhe. Das ja, muss ja. Doch jetzt nicht sein! Wir wurden getroffen! Zu riskant. Jäger nähern sich! Sind ja überall. Wir wurden getroffen. Ach, nicht schon wieder. Scheiße. Ich muss nachladen. Halt mich aus. Das gibt's doch nicht. Das ist ein verdammtes Wespennest. Ich wollte nur nachladen. Und jetzt steht meine ganze Welt schon wieder Kopf. Was ist das?
So. Bomber über London. London Bomber. La Bomba. So, Entschuldigung. Ja, ach so. So. Das mache ich übrigens extra, ne? Wenn wir nachladen, nochmal kurz gegenschengeln. Noch ein Bomber! Nimm ihn ins Visier! Natürlich. Jäger nähern sich! Scharfe Kurven. Hört sich an wie ein neues Need for Speed Teil. So, ich spiele ein bisschen Ping-Pong zwischen den beiden. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, ich mache eine Ehrenrunde. Festhalten! Na klar. Wir sind ja nicht beim Brunch, wir sind hier im Krieg. So, kurz mal leer schießen. Ein wagemutiger Spruch. Fliegt das gleich in die Luft? Ja klar. Kurz reparieren zwischendurch. Reparieren oder kassieren. Das neue Format. So, ganz kurz ein bisschen beruhigen. Wir haben sehr viel Besuch hier, gerade wenn ich auf den Radar gucke. Das Mundwerk, Blackbird. Ah, Wilson, dir geht's gut diesmal, Gott sei Dank. Bist du okay? Holen wir uns die Flak! Heilige Scheiße, ernsthaft? Okay, ich geb dir Deckung! Wir sind auf dem fucking Zeppelin gelandet!
Wir sind auf dem Fucking... Okay, wir müssen da rauf! Alter! Zieh nicht runter, okay? Okay! Zieh bloß nicht runter, verdammt! Holen wir uns die Flak! Das ist Wahnsinn! Wie bescheuert kann man sein? Der Schütz bläst unsere Jungs sonst wohin. Wir müssen es übernehmen. Ich seh's nicht richtig. Geradeaus? Wow. Alter. Sie schießen uns von allen Seiten. Können wir nicht bleiben. Ich sehe ihn. Er ist da drüben. Huch. Das ist der. Scheiße. Zurück nach oben. Ich gehe rüber zu der Flak. Okay, mach ich. Was zum Teufel? Was zum... Ich glaube, der macht nichts mehr. Alle tot. Warum erinnere mich das gerade an Indiana Jones 3? Passiert ist. Soll ich da runtergehen? Ich will da nicht unbedingt runtergehen. Ich würde es aber machen. Ja. Was? Was ist da? Sei leise. Sonst hört nicht jeder Deutsche auf diesem verdammten Ballon. Kann ich irgendwas machen? Nö. Das ist doch Wahnsinn! Das ist ja Wahnsinn! Erstatten Sie Meldung! Was ist da los? Boah, diese Zeppeline sind auch einfach so ein Selbstmordkommando. Auf so einem Ding möchte ich auf gar keinen Fall gefangen sein. Ich stell mal vor, und dann brennt alles und... Boah. Offenbar wussten die eh schon, dass wir kommen. Wozu die Vorsicht? Ich weiß überhaupt nicht, wer wer ist. Mein Name ist Clyde Blackburn. Wie soll ich die denn jetzt hier auseinanderhalten? Komm hier. Schön. Dann säubern wir erstmal den Himmel von London. Nachladen. So. Hier wird blank geputzt. Schon!
Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder?